So, meine lieben YouTube-Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video die Sportzeitung-Nachrichten. Hot or not? Fußballbarometer. Peter Hyballa, der Ex-Sturmcoach, zuletzt DFB-Trainer-Ausbildner, ist neuer Trainer bei Dunajská Streda. Hernán Gómez, der Kolumbianer, kündigte als Teamchef Panamas und übernahm Ecuador, das er schon 2006 zur WM führte. Heimir Hilfríksson, der 51-Jährige, trat als Teamchef Islands zurück und arbeitet wieder in seiner Zahnarztpraxis. Mesut Özil, der 92-fache DFB-Internationale, erklärte nach Kritik rund um sein Erdogan-Foto seinen Teamrücktritt. Trauernachrichten. Christoph Westerthaler von 1965 bis 2018. Eine schreckliche Nachricht. Der netteste und lustigste Mann, den ich kenne, twitterte Jan Age Fürtorf über den Tod von Christoph Westerthaler, mit dem er gemeinsam für Eintracht Frankfurt stürmte. Gigi, der für Innsbruck den LASK und Steyr 131 Bundesliga-Tore schoss und sechsmal für Österreich stürmte, erlag am Freitag mit nur 53 Jahren einem Herzinfarkt. Heinz Schilcher von 1947 bis 2018. Heinz Schilcher war es, der 1994 Ivica Osim nach Graz zur Sturm brachte. Diese Tat allein macht Heinz Schilcher unersterblich, verabschiedet sich Sturmpräsident Christian Jauch von Heinz Schilcher. Der langjährige Sturmmanager, der mit der großen Ajax-Mannschaft der 1970er zweimal den Europapokal, zweimal den Meistercup gewann, war am Freitag im Alter von 71 Jahren an Krebs verstorben. Danke und Servus. Es war ein für Österreich einzigartiger Abschied, den Rapid seinem Rekordspiel am Sonntag bereitete. 25.300 grün-weiße Fans waren gekommen, um sich von ihrem Fußballgott zu verabschieden. Da weinte sogar der Himmel. 11 Minuten vor dem eigentlichen Ende war Schluss. Da wurde Steffen Hoffmann vom Rasen geholt und das Licht ausgeknipst. Nur noch tausende Handylichter und ein auf ihn gerichteten Lichtkegel leuchteten ihm den Weg in die Kabine. Von er, wie er Video wohl ein letztes Mal Danke und Servus sagt. Das Spielchen mit seinen Friends gegen seine recht junge Rapid, gegen eine recht junge Rapid-Mannschaft endete 4 zu 2. Hoffmann erzielte alle 4 Tore. Kitschig durfte es in diesem Fall sein. So, danke fürs Zuhören und bis zu einem weiteren Video.